Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fallout 4. Und ich glaube, es wird gerade dunkel. Na, scheiße. Wir haben jetzt einen Auftrag angenommen, wo wir einen gewissen Mr. Valentine. Was ist denn los? Mr. Valentine finden müssen. Aber vorher werde ich die Nacht noch schnell überspringen. Weil ja hinter mir, wie schon immer gesagt, eben halt das Fenster ist und man da eben halt, also oder ich eben halt nichts davon sehe. Diamond City ist der beste Ort, an dem man leben kann. Ist in Ordnung. Du hast die richtige Entscheidung getroffen, hierher zu kommen. Ja, ich bin aber schon wieder auf dem Weg weg. Wir müssen in die Richtung. Aber warum habe ich zwei Wegpunkte drauf? Das verstehe ich gerade gar nicht. Genau, das hier. So. Weil das zwei sind, oder was? Was bist denn du? Komm mit so und ich glaube hier hin. Wie, hä? Upsala. Egal. Wir müssen in die Richtung. Ich hoffe, hier gibt es irgendwo noch eine Sitzmöglichkeit, Schrägstrich Schlafplatz. Ja, hier sind irgendwo die Überzombies. Mach noch mehr Krach. Kunde. Oh, kann man sich hier hinsetzen? Gut. Aber warten kann man nicht, das ist mal wieder typisch. Wir hätten noch Penner spielen können und uns da hinlegen. Trinity Plaza. Nee, da müssen wir nicht rein, gut. Ich hoffe, wir folgen jetzt auch der richtigen Markierung. Wo müssen wir in die Richtung? Was zum? Was? Verdammt nochmal, ja! Hey, wer ist da? Das war mein Hund. Ich mag das nicht, wenn der Hund so jault. Jetzt. Also hier muss noch irgendwo einer rumhoppen. Nö. Haltet die Augen offen. Ich glaube, das Arschloch benutzt einen Stealth Boy. Was? Ah, stimmt ja, ein Stealth Boy. Die sind cool. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Was bist du? Oh. Gib einfach auf, Arschloch. Nö. Nö. Ich gebe alles aber nicht auf. Aha. So, du hast auch bloß Rotze. Kronkorken kann man immer gebrauchen. Scheiße, hab sie verloren. Was hast du? Kronkorken kann man immer gebrauchen. Habe ich das nicht gerade gesagt? So. Nur verfickte Feiglinge verstecken sich. Scheiße, was war das? Ja. Inventar.
Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schritten. Die muss da drin irgendwo sein. Irgendwie. Egal. Wir sind immer noch auf der Suche nach Mr. Valentine. Und ja, wir schleichen jetzt einfach mal ein Stückel. Ich glaube, das ist nicht gesund, oder? Nee, war es definitiv nicht. Wenn das jetzt dezent ist, will ich das Ding einfach mal in Ruhe durchspielen. Das wäre mit Musik und so, weil die ist eigentlich schon geil. Wo ist denn eigentlich mein Hund? Okay. Ich hab nichts hier gesagt. Wow. So, werden wir jetzt aber noch einen Red Axe reinschmeißen. Ne, ist was Falsches. Red Away. Das war's. Und hier müssen wir irgendwo rein. Oh, hier gibt's von New Cola. Cool. Mal schauen, wo wir hier rein, wie wir hier reinkommen und wo. Okay, ich hab's gefunden. Jetzt schleicht er wieder so rum. So, mal schauen, ob wir diesen ominösen Mr. Valentine finden. Ich hoffe es zumindest. Na, wir wollen auch unseren Sohn finden. Und unsere Frau rächen. Wenn ich dir doch sage, zu Skinny Malones Bande zu gehen, war die beste Entscheidung aller Zeiten. Schau dich doch nur mal um. Und trotzdem. Malone ist schwach. Deswegen schleiche ich so vor mir rum. Ach, wir erwischen diesen Detektiv beim Rumschnüffeln. Und was macht er? Sperrt ihn ein. Dem fehlen die Eier, ihn einfach umzulegen. Lass das mal nicht sein neues Mädchen hören. Die knallt dir ihren Schläger ins Gesicht, bis kein Gesicht mehr übrig. Haltet volles Rohr drauf! Ich muss sagen, die Köpfschüsse, die sind schon nicht schlecht. Also ich hab's langsam drauf. Wow. Ich nehme mir keine Gefangenen, das kannst du vergessen, mein Freundchen. Das kannst du vollends vergessen. Wir werden mal nicht rennen, sondern einfach nur die ganze Zeit rumschleichen. Ich habe Angst. Ja, mein Herz bumpert doch schon ein bisschen. Und dieses Versteckzeichen da oben, das macht mich schon... Oh Gott. So, also ich muss sagen, Kopfschüsse verteilen kann ich mittlerweile ganz gut. Auch wenn es bloß über Kimme und Korn ist. Du bist weg, jetzt noch der Helden. Logo. Wow. Mal kurz hochrennen. Mal die Beine wegschießen. Komm her, Hundi.
die Zielgenauigkeit, die lässt jetzt wieder zu wenig übrig. Ich bin ein bisschen nervös. Dahinter, ne? Jo. Zack, zack, zack. Jo. Und damit hat man die jetzt erstmal ausgerottet. Ich brauche keine Patronen. Kronkorken, das ist das, was ich haben will. So, wo müssen wir jetzt hin? Erstmal umschauen. So, ich mache die Folge blöderweise erstmal plus 15 Minuten. Obwohl, ich mache dann einen kleinen Cut rein, weil ich, wie schon gesagt, da noch wohin muss. Das ist das Problem. Aber es soll da kein Problem, es soll da nicht wirklich ein Problem darstellen. Irgendwie kriege ich gerade Schiss. Ne, wie schon gesagt, ich mache mal kurz einen Cut rein. Wir sehen uns dann gleich wieder. Tschüss. Hallo, und da sind wir auch wieder bei Fallout 4. Sorry wegen dem kurzen Cut. Für euch sind es bestimmt bloß ein paar Sekunden, wenn überhaupt zu lange vergangen. Für mich mehrere Stunden. Des Weiteren die Aussage von wegen, bin froh, wenn das Let's Play zu Ende ist. Nee, falsch verstehen, ne? Aber ich meine das eben halt im Sinne von... Psst. Weil ich spiele mehrere Mal das durch. So, und das ist eben halt als Let's Play im Endeffekt ja, beschissen zu machen. Wenn man... So, dass es wirklich alles aufzunehmen ist, ne? Das geht ja gar nicht. Weil dann wäre das, wie man eben halt schon mehrmals sagte, eben halt wirklich ein 500 plus Folgen Let's Play, und das ist, ne, das will ich, glaube ich, keiner antun. Deswegen spiele ich jedes Spiel gern mehrmals durch. Macht mir auch Spaß. Und wenn ich eben halt was finde, was ich eben halt im Let's Play nie gefunden habe, keine Angst, da werde ich das Aufnahmeprogramm anwerfen und sagen, hier, guckt mal, ich habe da was Interessantes, sehr, sehr Interessantes gefunden. Also, nicht, dass ihr das jetzt falsch versteht, dass ich froh bin, dass ich das nicht mehr spielen muss, um Himmels Willen. Jetzt muss ich mich erstmal hier rausreden. Haha, geil. Ich finde es toll, gerade irgendwie. Na, eigentlich nicht wirklich, aber egal. So, noch ein bisschen leichter machen hier. Hundi, sei mal leise, sind bestimmt irgendwo noch Gegner. Zum Beispiel da. Oh, es sind sogar zwei. Das Blöde ist eben halt, erstens, mal gucken, ob ich so eine blöde Kuh One-Shot hinkriege. Wer ist da? Pustet sie weg! Und zweitens... Dann habe ich ja blöderweise für die Waffe kein Zielfernrohr. Lässt du mal meinen Hund in Ruhe, Armleuchter? Jo, komm her, mein Kleiner. Ach du Scheiße, das ist... Geht's wieder? Ach du... Oh, ich kann es gar nicht sehen. Boah, der arme Kleine. Ist ja gut. Du wirst aber keine Redaway haben. Quatsch, Stimpack. So, dahin muss ich also irgendwo. Das ist der 114. So, jetzt muss ich eigentlich aufpassen, dass ich nie zu lange mache, aber ich glaube, das war die erste Folge, der erste Part, also das erste Teil von der Aufnahme, war über 15 Minuten. Hoffe ich zumindest. Und wenn ihr seid, bestimmt eh nicht böse drauf, dass es länger geht, dass die Folge. Jo. Ja,
die Tür aufmachen. Warum ist das Ding nur so laut? Hallo? Bist du das, Skinny? Da! Verreck in der Hölle! Versteck dich? Fifa! Hier drüben! Da kann ich ja noch besser zählen, ey, ohne Witz. Was immer du aufteilst, bekommst du doppelt. Sigi? Ist in Ordnung? Ich jetzt allerdings mit meinem Sigi, das ist ja schrecklich. Ach so, das ist mit dem passiert, ne? Ist in Ordnung. So, ich muss also jetzt in die Richtung. Hiermit kann ich nichts machen. Ich muss aufpassen, für die habe ich nicht mehr so viel Schuss. Wollte nicht mehr so viele Stimpacks einstecken. Wie viel haben wir denn noch? Sechser. Also, meine Frage. Warum zum Teufel würde jemand einen Vault in eine U-Bahn-Station bauen? Der Ort hier ist doch das Gegenteil von luftdicht. Weil die nicht vorhatten, ihn zu benutzen, Trottel. Vor dem Krieg haben wir ständig... Ja, du hast ihn kalt gemacht! Scheiße! Ich bin besser, als ich dachte. Ha, geil! Klinkhorn? Ach, ich kann wieder die zielen. So. Hui. Was ist du? Cool. Bauchtanz. Kaugummi. Cool. Aber mit vollem Mund lässt sich schlecht sprechen. Haha. Ja, ja. Kronkorken. Mit Leuchtvisier. Das trage ich ja noch zu finden, kann ich rennen. Scheiße. Ja, Mann. Was? Okay. Melone brauchen wir für den Garten. So viel. Komm mal her, Hund. Hey. Handeln. Was? Nee, ich wollte hier reingucken. Leuchtvisier, das klingt interessant. Guck ich 3,9 Kilo. So. Ach, wieder falsche Taste. Oh Gott, 25 Schuss haben wir noch.
Mist, geht nicht. Was? Was? Boah, war ich gerade erschrocken. Herz Kasper, vertrauliche Arten, blablabla, wir können Mitarbeiter, nur für Wissenschaftsabteilung. Na, lassen wir jetzt mal erstmal. Wir können ja später alles nochmal durchlesen. Nicht wahr? Ich brauche erstmal eine andere Waffe. Die ist so gut wie leer. Waffen. Mit Komfortgriff. Ladebildschirm. Sind wir denn schon da? Okay, der Hund hat irgendwas gewittert. Na, Valentine, wie geht's? Hast du Hunger? Willst du einen Happen zu essen? Laber nur weit. Moment. Haben wir irgendwie noch ein Scharfschützengewehr? Genau. Fleischklops. So hat Skinny Malone mehr Zeit, sich zu überlegen, wie er dich kalt macht. Erzähl keinen Mist, Valentine. Du hast doch keine Ahnung von irgendwas. Hast du... Wie war das stillhalten? Getroffen. Okay, wir nehmen jetzt was anderes. Das mit dem Kopfschuss hat nicht ganz geklappt. Du hast dich mit den Falschen angelegt. Du hast dich mit den Falschen angelegt. Wie, ich habe mich mit den Falschen angelegt. Seine Waffen hier, ey, das ist zum Heulen. Was ist denn das? Keine Ahnung, kann man nicht aufheben. So, nicht? Eine Goldoktober und einen Kombi-Schraubenschlüssel. Können wir irgendwann bestimmt alles mal gebrauchen. Hey, du da! Ich weiß nicht, wer du bist, aber wir haben 3 Minuten, bevor die merken, dass der dämliche Muskelberg nicht wieder zurückkommt. Mach die Tür da auf! Du musst das Terminal da hacken, um die Tür zu öffnen. Ja, muss ich nicht, ich hab's Passwort. Willkommen bei blablabla Administrator-Login. Nummer 10. Türsteuerung überbrücken. Was? Danke. What the f... Oh Gott. Aber die Frage cool. Ist ausgezeichnet. Alle Händler haben dauerhaft 100 Kronen gucken, mehr zu machen. Cool. Doch, warum kommt er den weiten, gefahrvollen Weg, nur um einem alten Privatdetektiv zu helfen? So. Du musst jemanden für mich finden. Aber es ist... Kompliziert. Kompliziert. Woher wusste ich das? Ich weiß nicht, wo die Person sein könnte. Oder wie lange sie schon verschwunden ist. Na, ich bin es gewohnt, im Trüben zu fischen. So etwas wie einfache Fälle
gibt es in meiner Welt nicht. Ich sitze hier seit ein paar Wochen im Bau. Hat sich herausgestellt, dass die vermisste Tochter, die ich suchte, gar nicht entführt wurde. Sie ist Skinny Malones neue Flamme. Und sie ist ein fieses Miststück. Aber egal. Du hast ein Problem und ich helfe gerne. Aber nicht jetzt. Wir müssen hier raus. Dann reden wir. Folge Nick Valentine. Alter, müsste mich erschrecken. Hier waren früher kleine Gauner, die von größeren Fischen aus ihrem alten Viertel vertrieben wurden. Dann fanden sie diesen Ort. Keine Ahnung, was mit den alten Besitzern passiert ist, aber Miete kassieren sie keine mehr. Ein leerer Vault. Das perfekte Versteck. Ziemlich interessanter Versteck. Moment, da kommt jemand. Da sind sie ja. Also, wie erledigen wir das? So verdammt lange. Hey, Dino, lass den Detektiv in Ruhe und komm hier rüber. Wo zur Hölle steckt der? Putz, putz. Ich kann nicht sehen. What the? Alter, müsst mich erschrecken. Hat mich ganz schön erwischt. So, du bist weg. Du bist weg. Ich muss sagen, es wird langsam echt kritisch mit der Munition. Die harte, laute Tour, was? Solange es klappt, das arme. Klappt immer. Nee, wenn dann geschehen. Ich meine, dass hier putzen darf. Ich will es nicht sein. Die Tür hier ist im Eimer. Mal sehen, ob ich sie aufbekomme. Fast geschafft. So, jetzt. Das geht deutlich einfacher, wenn das Schloss nicht auf der anderen Seite ist. Oh, eine Glühbirne. Könnte ich ja für Dings gebrauchen. Was war das? Lass uns! Bis dann, Kumpel! Gerade als ich dachte, man für Century. Wo sind wir irgendwo? Verdammt! Verdammt, meine Schulter! Putz erledigt. Moment, ich wollte eigentlich das was ähnliches wie ein MG haben. Genau. Alter, sieht doch geil aus. So schön alt. Können wir jetzt verstecken? Oh, ich werde. Scheiße. Ihr habt uns das letzte Mal unterschätzt. Kommt. Alles in Ordnung? Ach, bei mir, na klar. Wen will der denn? Was? Ich werde mich erledigen und dann auf deine Leiche. Du willst schon gehen? Ich hatte gerade angefangen, dich zu bewundern. Wieso gehen wir nicht so raus, wie wir reingekommen sind? Na gut, ich glaube, das wäre auch zu einfach. Noch mehr Stufen? Wer hat diesen verdammten Vault gebaut? Ein Fitnesstrainer? Ich weiß nie. So, ich werde jetzt mal einen kleinen Schlussstrich ziehen. Du musst das nicht tun. Wenn der da erledigt ist. So. Nicht, dass das eine Option wäre. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir irgendwie Kommentare da lassen. Würde mich freuen. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Dann tschüssen.